Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. Ja, wir sind beim Innendesign. Sie hat unsere Gitarre einfach mal wieder eingesteckt. Kann man machen, muss man aber nicht. So, das darfst du. Ach, das ist schon fertig. Dann kannst du es verkaufen. Es sah nicht fertig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Befördert zu Wohnraummanagerin. Sehr gut. Wir sind nun Wohnraummanagerin und haben 485 Simoleons als Bonus erhalten und neue Kleider, okay? Wir können zudem nun anspruchsvollere und striktere Inneneinrichtungsaufträge von Kunden erhalten. Sehr gut. Keine Beurlaubung nötig. Klar, wir brauchen ja einfach keinen Job annehmen. Dann haben wir frei. So. Ah, wunderbar. Renovierung einer Küche. Zimmerrenovierung eines Schlafzimmers, eines Kinderzimmers, eine ganze Etage. Unser Haus könnte ein neues. Das klingt interessant. Ich weiß nur noch nicht, ob ich dafür schon bereit bin. Ich würde sagen, wir machen erstmal noch eine Küche. Wir renovieren eine Küche. Das ist, glaube ich, auch gut. So, was haben wir für langsam Hunger? Oh, er ist da. War er nicht arbeiten? Oder hatte er frei? Ah, er hatte frei, okay. Gut. Dann ist ja perfekt. So, wir haben 9000 Simoleons. Ich bin am Überlegen, ob wir uns ein eigenes Grundstück suchen und mit den Haushalt umziehen lassen. Jetzt müsste ich nur selber mal gucken, wie das funktioniert. Ach so, genau. Ich muss dann in Welten verwalten, ne? Das gucken wir jetzt mal. Speichern tun wir. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht doch auf ein anderes Grundstück gehen, weil dann können wir auch mal drüber nachdenken, dass wir Kinder machen. Ne, neuen Haushalt erstellen will ich nicht. Besuchen. Ausziehen. Ausquartieren, Haushalt verwalten. Umziehen, genau, sehr gut. Wo können wir hin? Freies Grundstück wäre mir eigentlich am liebsten. Bestätigen. Wir haben 9000 als Finanzen. Aber das ist bei der Quelle da. Das war doch gar nicht mal so für schlecht. Da wohnt jemand. Hier wohnt keiner, ne? Ökoquelle, Ökogrundstück, Naturquelle. Bestätigen wir mal. Grundstück planieren. Dann passt das vom Budget her auch. Und die Möbel würde ich sagen, behalten wir. Die verkaufe ich dann so. So, dann sind wir auf unser eigenem Grundstück. Ziehen wir um. Dann bauen wir jetzt ein kleines Häuschen. Es wird noch nicht so. Das Highlight. Oh, hier ist aber viel Müll. Okay. Sehr viel Müll. Also es ist nicht wirklich das High-End-Grundstück, aber ein Anfang. Ein Anfang, ne? So.
gerne so eine L-Form machen. Was haben wir denn im Inventar? Ein Flechtstuhl? Warum haben wir einen Flechtstuhl? Den verkaufen wir. Den Laptop behalten wir natürlich. Küche behalte ich auch. Die war eigentlich ganz gut. Den Rest müssen wir mal gucken. Roboterlampe. Können wir auch verkaufen. Ja, wir brauchen eine Tür. Oh, das soll nicht so hoch von der Raumhöhe her sein. So, die Höhe hätte ich gern, genau. Haustür. Darf keine teure sein. Wir fangen billig an. Du hast bla bla bla. Ich denke eine richtige Haustür. Die sieht ganz okay aus. Also könnte schlimmer sein, sagen wir es mal so. Zimmertür finde ich die immer ganz schick. So, wir brauchen natürlich innen auch noch Wände, ne? Da hätten wir hier mal so einen Flur. Dann würde ich sagen, komm mal hier in den Raum. Da können wir einen Raum draus machen. Ich kann mal gucken. Wohnzimmer. Küche. Das würde ich als Bad nehmen. Dann machen wir hier noch einen Raum hin. Machen wir das so. Fenster sollten wir auch noch dazu tun. Mit Fenster ist eindeutig schöner. Teuer dürfen sie aber nicht sein. 25 kosten die. Sind die so niedrig richtig oder sind die eher höher? Da hinten werden die immer gleich so teuer, ne? Ja. Da würde ich so eine Fensterwand ganz gerne hintun. Da auch. Das soll Bad sein. Da kommt dann eher ein kleines Fenster. Das hätte ich gerne in Schwarz. Oder es gibt doch diese, genau die hier. Machen wir das als Badfenster. Können wir mal irgendwann noch austauschen. Ich glaube, die müssen so hoch, die Fenster. Müssen wir die nachher auf der anderen Seite noch höher ziehen. So. So sieht es besser aus, genau. Haben wir zumindest schon mal Räumlichkeiten. Hier lackieren wir unseren Weg. Fangen wir mal damit an. Man ist ja bescheiden, ne? Da war doch ein Briefkasten irgendwo da.
Man ist ja bescheiden, ne? Wobei ich mag eigentlich diese Art Briefkästen nicht so. Ich bin eher... Waren die hier mit drin? Nope. Die waren da mit drin. Schönen roten Briefkasten. So. Wir brauchen Außendesign. Machen wir so Klinker. Wobei, da sind überall so Holzwände, ne? Vielleicht sollten wir uns denen anpassen. Passen wir uns den Baustil der Gegend hier an. Verkleidung. Die Art ist das hier, ne? Genau. Dann passen wir uns da dem Baustil der ganzen Gegend an. Machen so ein Holzhaus. Dach brauchen wir noch, ne? Fällt mir da gerade so auf. Das ist der große Vorteil, Dächer kosten nichts. So. Kopieren. Wieso sind die von der Höhe her? Und so logisch. Weil das hier breiter ist, deswegen. Aber das kriegen wir in den Griff. So. Gleiche Höhe haben wir schon mal. Die haben Holzschindeln, oder bleiben dabei. So. Oh, wir sind zu breit. Ups. Dann passt das ja auch von der Höhe her. Perfekt. So, das wollte ich kopieren. Dass wir das so machen. Da hätte ich gerne eine Leiste drumherum. So als Abgrenzung. Was? Okay, geht nicht. Ist außerhalb eines Zimmers über dem Erdgeschoss platziert. Okay, geht so nicht. Dann machen wir solche. Boah, das sieht in Weiß eigentlich ganz schick aus, ne? Ich könnte es aber auch in Schwarz machen. Mach mal in Schwarz. Passt. Könnten wir da oben noch ein Dachgeschossfenster reinmachen? Da haben wir diese schicken Runde. Oder machen die hier? Die sind auch ganz schick. Hoppala. So. Schornstein bräuchten wir noch. Dinge, die einfach sein müssen. Solche sind hier üblich. Okay, dann machen wir so einen.
Satellitenschüssel gibt es doch auch, ne? Da. Für Satellitenfernsehen. Perfekt. So. Außen haben wir schon mal fertig. Jetzt müssen wir innen noch ein bisschen gestalten. Hier wollte ich Bad hinmachen. Da können wir aber... von den Möbeln nehmen, die wir haben. Das ist ja der Vorteil, dass wir die alle behalten haben. Muss sie nur finden. Und das Waschbecken haben wir doch noch, genau. Gab es da noch einen Spiegel dazu? Bestimmt, oder? Ja. Spiegelchen. Oh, wir bräuchten vielleicht Fliesen an den Wänden, ne? Wäre insgesamt auch nicht verkehrt. Zwei kostet das. Zwei. Die Art finde ich gar nicht so schlecht. Boden noch, möglichst günstig. Vier kostet der. Kosten alle vier, ne? Ne, die kosten acht. Machen wir den. Haben wir schon mal ein kleines Bad. Hier soll das Wohnzimmer hin. Zimmer. Hatten wir zwei Sofa. Tatsächlich, ne? Hatten wir zwei. Ein runder Tisch wäre eigentlich besser, aber ne, wir lassen den jetzt mal so. Moderner Stuhl. Jetzt kann man gucken, was wir an Möbeln eigentlich haben, ne? Bücherstation. Gitarre. Darf nicht fehlen. Die Palette. Können wir mal hier hin machen. Da hat sie ein bisschen Aussicht, wenn sie malt. Ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Wollte ich gerade, ich glaube, wir machen die Lampe hier hin. Und, wo war sie denn gerade? Ah, die kann auch noch hier hin. Die machen wir hier hin. Da wollte ich die Küche hin machen. Oder haben wir auch zwei Lampen von? Sehr gut, dann können wir eine noch hier in den Flur machen. Brauchen wir schon nicht kaufen. So, hier brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Tapete an der Wand. Auch möglichst nichts Teures. Kostet alles zwei. Oh, die kosten sechs. Sechs ist mir zu viel. Malen wir vielleicht lieber. Pastellfarben. Ja, ich glaube, das passt. Wieso haben die Sofas unterschiedliche Farben? Täuscht das oder haben die das? So, Boden brauchen wir noch. Da würde ich fast gerne Holz nehmen. Kostet 4, 8,
4. Fangen wir mal damit an. Wir müssen ja ein bisschen sparen, ne? Küche können wir wieder Fliese machen. Hier haben wir dann... Da fehlt noch eine Wand. So. Dann können wir hier das... Oh, eine Tür bräuchten wir vielleicht auch noch. Wäre insgesamt nicht die verkehrteste Idee. Dann können wir hier nämlich das Elternschlafzimmer, da das Kinderzimmer und hier die Küche hinmachen. Eine schöne Essküche. Küche als Material haben wir ja da. So. Hatten wir da einen Ecktisch? Hatten wir nicht, ne? Doch, hatten wir. Muss, glaube ich, automatische Küchen mal einmachen. Dann müsste das eigentlich funktionieren, genau. Tüdelüdüdü. Von denen. Gucken wir noch mal. Den machen wir dorthin. So, dann machen wir das Waschbecken vor das Fenster. Den würde ich dahin tun. Können wir eigentlich die Herdplatte auch da drauf packen? Ne, können wir nicht. Den mach. Platzieren wir nochmal im Inventar. Da weiß ich noch nicht, was ich mitmache. Irgendwie auswählen, welchen ich da, welche Art ich da gerne hätte. Kann ich nur verkaufen, ne? Und dann können wir es hier quasi neu wählen. Der war das in der Farbe, aber da hätte ich halt gerne so nicht. Wenn dann so. Ich glaube, lassen wir erstmal. Wir brauchen das Geld noch. Verkaufen wir den auch. Machen wir das so. Bräuchten Fliesen an den Wänden, ne? Wäre auch von Vorteil. Hm. Nehmen wir mal die Farbe. Und den hellen Boden dazu. Da haben wir jetzt auch noch Tisch.
Wo haben wir denn unseren Wohn-Ess? Da haben wir den. Den Tisch. Und dann können wir den Stuhl jetzt kopieren und auch noch verwenden. Passt. Machen wir noch ein paar Bilder in die Küche. So, dann sieht die doch schon mal ganz, ganz schick aus. So, da haben wir auch noch ein Bild. Teppich. Cool. Sehr schön. Den Mülleimer brauchen wir noch. So, der kommt dahin. Würstchen und Bohnen, das kommt in. Das können wir gleich wegtun. Oh, wir könnten den Schreibtisch hier noch hinpacken, ne? Fällt mir gerade ein. Der passt auch gut ins Wohnzimmer. Haben wir den auch gleich versorgt? Oh, wir haben ja noch eine Kaffeemaschine. Oder Tee ist das, glaube ich, ne? Feuermelder, wichtig. Thermostat. Machen wir mal hier rein. Noch Bücher. Wo waren denn die? Da will ich sie nicht platzieren. Aufpoliertes Pult, Beistelltisch, wo war der denn? Bei einigen Sachen weiß ich gar nicht mal, wo wir die hatten. Muss ich ganz ehrlich sagen, Nachttisch. So, Nachttisch-Einfachheit. Schreibtischstuhl. Achso, wir hatten noch einen zweiten Schreibtisch, ne? Den können wir verkaufen. Moderner Stuhl. Machen wir da nochmal mit dazu. Haben wir schon mal eine Lampe. Süßes Winkelchen. Ach, das waren unsere Tische. Das waren hier unsere Nachttische. Super Öko-Sisal-Teppich. Ja, ist jetzt nicht der hübscheste, ne? Können wir den noch in den Flur packen? Nee. Mache den mal in die Küche. Wobei, da finde ich einen anderen passender. Machen wir mal da drunter. Rauchmelder. Hier sind wir da zwei von. Hatte ich den einen übersehen? Zeitschriften. So. Das war's, ne? Mit unserem. Oh, wir bräuchten vielleicht noch ein bisschen. Den machen wir auch mal weg. Das Geld können wir anders besser brauchen. So, schicke Schlafzimmertapete. Kann man so dieses Blau ein bisschen aufgreifen, ne? Blau-Grün, ne, eher grün ist das. Nutzen wir das.
Und dann brauchen wir noch einen Boden. Da würde ich aber auch fast wieder auf einen schwarzen Holzboden erstmal gehen. Können wir immer noch irgendwann anders machen. So, dann haben wir hier noch im Flur. Können wir einfach verputzen, oder? So ein bisschen Fachwerk. Was kostet denn das? 2. 2 geht klar. Machen wir hier Fachwerk und hier auch. Lampe brauchen wir noch. Hier brauchen wir auch noch eine Lampe. Dann nehmen wir erstmal die. Das soll das Kinderzimmer dann werden, das künftige. Dann machen wir vielleicht auch erstmal weißen Putz rein. Bis ich weiß, was wir für ein Kind kriegen. So, damit sieht das Ganze doch schon mal... Hoppala. Damit sieht das Ganze doch schon mal ganz schick aus. Ja, kann sich doch sehen lassen für den Anfang. 700 Simoleons haben wir noch. Da können wir was mit anfangen. Und, so, sie will was essen. Er hat, glaube ich, vom Tagesgeschäft her genug. Oder alles erledigt, was er erledigen sollte. Ja, du räumst auf, das ist sehr gut. Frage ist, ob wir uns noch eine Spülmaschine leisten, ne? Könnten wir eigentlich? Ich guck grad mal, was die kosten. Spülmaschine. 150. Der Profispüler. 600. Ist die auch in Rot? Machen wir auch mal in Rot. 30. Sehr gut, und damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.